In der heutigen Folge vom Frequent Traveler TV geht es um den Senatorstatus, ganz genau von Null auf Senator zur Goldkarte. Nachdem ihr gestern gelernt habt, wie es von Null auf FTL geht, heute geht es zum Senator, entweder wenn ihr den FTL erreicht habt oder wenn ihr auch keinen Status habt. Erkläre ich euch, bleibt dabei, nach dem Intro bekommt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin da, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Nachdem ich euch gestern den FTL-Status, also den Frequent Traveler von Lufthansa Miles & More gebracht habe, bringe ich euch heute den Senator-Status, die goldene Karte von Lufthansa mit einem Flug. Ihr habt ganz richtig gehört, es geht mit einem Flug, also einer Flugreise. Um ganz genau zu sein, besteht natürlich aus 4 Elementen. Also, was passiert? Folgendes ist passiert. Die Lufthansa hat, wie ich ja gestern schon sagte, die Promotion ins Leben gerufen, wo ihr doppelte Statusmeilen bekommt, wenn ihr mit Lufthansa fliegt. So far, so good. Dann im Moment gibt es ja auch von Helsinki zum Beispiel First Class Sale. First Class Sale deshalb, weil ihr bekommt 300% Statusmeilen, wenn ihr mit der Lufthansa, der Swiss oder der Lufthansa Gruppe fliegt. Damit habt ihr am schnellsten den Status. Und hey, warum nicht in der First Class sich verwöhnen lassen? Ich habe auch schon darauf hingewiesen, go big or go home. So, was machen wir, um den Flug zu suchen? Ganz einfach, ihr geht auf die Webseite. Ich habe sie unten in den Shownotes zum Beispiel von Helsinki verlinkt. Gibt aber ab Stockholm, ab Oslo, ab Tallinn, ab Kopenhagen und ab einigen anderen Zielen immer wieder Sales. Die Aktion gilt also auch das ganze Jahr. Wenn ihr also das Video jetzt schaut nach dem 14. Februar, wo die Aktion nicht mehr gilt, wird es neue First Class Sales geben. Ähnliche Preise, ähnliche Destinationen wahrscheinlich. Also, ihr sucht euch einen Flug aus. Ich habe natürlich den längsten im Lufthansa-Netz rausgesucht. Das ist natürlich wo? Argentinien, Buenos Aires. Das ist der Flug mit der Lufthansa. Und wir gehen jetzt einfach davon aus, ihr habt keinen Status. Und da haben wir auch in meinem Büchlein das ausgerechnet. Und zwar bekommt ihr für den Flug von Helsinki über Frankfurt nach Buenos Aires 23.417 Meilen. Das Ganze multipliziert ihr mit 4. Und wenn ihr das mit 4 multipliziert habt, dann bekommt ihr 93.668 Meilen. Und diese 93.668 Meilen bringen euch fast zum Senator. Ihr habt den FTL damit geschafft. Ihr habt, wenn ihr noch keine Kreditkarte habt, die Möglichkeit, die Kreditkarte zu bekommen und, den habt ihr vorher auch schon bekommen, und könnt da dann die fehlenden Statusmeilen generieren. Das ist doch eine wunderbare Lösung. Das heißt also, die fehlenden 6.000 paar kaputte Meilen einfach Umsatz. Und der Umsatz ist die Hälfte, weil ihr bekommt pro Euro Umsatz 2 Meilen. Wer in der Schweiz ist, bekommt pro Schweizer Franken 2 Statusmeilen. Also insofern eine super Geschichte. Wenn ihr jetzt aber schon einen Senator-Status habt oder wenn ihr aber sagt, ich habe den FTL, dann bekommt ihr ja schon einen Executive-Bonus und dann gibt es 25.000 und ein paar kaputte. Also 25.100, ich weiß nicht mehr. Also ich sehe auch über 25.000 und da seht ihr selber über 25.000 mal 4, einfach schon über 100.000. Also super, da braucht ihr keine Kreditkartenstatusmeilen, gar nichts mehr dazu. Das Schöne an der Aktion ist natürlich, wenn ihr den Status schon habt, den FTL oder den Senator, und ihr wollt ihn einfach nur requalifizieren oder von FTL aufstocken auf Senator, dann könnt ihr auch andere Ziele nehmen. Ich habe mal geguckt, PVG, Shanghai. Shanghai gibt 18.485 Punkte, sind dann zusammen 73.940. Das ist allerdings ohne den Executive Bonus. Mit dem Executive Bonus sind das sogar 20.059 Meilen, wenn ich es richtig gerechnet habe. Also das sind weit über 80.000. Da könnt ihr auch wieder über die Kreditkarte den Rest draufrubbeln. Oder, was auch eine Möglichkeit ist, und das sollten viele nicht vergessen, ihr müsst ja, wenn ihr nach Finnland wollt und nicht wie ich, der zum Beispiel in Finnland lebt oder in Tallinn lebt oder in Dubai lebt und dann noch ein Positional Flight macht, dass ihr den Flug, der dahin fliegt, natürlich dann auch so von der Buchungsklasse gestaltet, dass ihr mehr Meilen bekommt. Und wie ihr ja wisst, könnt ihr eure Prämienmeilen und eure Statusmeilen selber ausrechnen.
Innereuropäisch gibt es die fixen Meilenwerte mit Status, gibt es sogar für einen Business-Class-Flug von Frankfurt nach Helsinki 2500 Punkte plus nochmal 2500 sind 5000 und diese werden natürlich dann verdoppelt durch die Aktion. Das sind dann 10.000. Das ist doch eine super Geschichte. Dann habt ihr 10.000, damit werdet ihr also auch dann ohne die Möglichkeit der Kreditkarte da dann in Finnland versorgt mit dieser Reise nach Buenos Aires oder Shanghai oder wohin auch immer. Shanghai müsst ihr natürlich noch ein bisschen mehr machen, weil da euch etwas fehlt. Jetzt sagt ihr, ihr mögt das alle nicht. Ich gebe euch noch eine Option. Wäre ja nicht wie auf dem Fischmarkt hier. Wer will noch einen Fisch dazu haben? Ich gebe noch eine Scholle, ich gebe noch eine Salami. Ich bin verrückt, ich will rausgeschmissen werden, sagt mein Chef. Nein, also ernsthaft. Es gibt ja zum Beispiel noch Dubai. Dubai gibt 11.642 oder 12.296 Meilen mit Executive Bonus. Und das müsst ihr dann immer wieder, weil es eine einfache Strecke ist, mit 4 multiplizieren. Ganz einfach deshalb, weil ihr natürlich hin und zurück fliegt, zumindest hoffe ich das für euch bei dem First Class Sale, und dann natürlich die Verdopplung, das ist ganz einfach, also insofern mal 4. Und dann könnt ihr einfach ausrechnen, wenn ihr 12.000 habt, dann sind das 24, sind 48, ist also die Hälfte, ihr müsstet das dann zweimal machen, nach Dubai fliegen. Auch hier nochmal wirklich der Hinweis, ihr habt das ganze Jahr Zeit, wir sind jetzt erst im Februar, wir haben also über 10 Monate Zeit. Solltet ihr es im November gucken, habt ihr schon ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Stress, das zu machen. Guckt ihr es im Dezember, dann habt ihr richtig Druck, das zu machen. Also, ich kann euch nur empfehlen, den Status zu erfliegen. Und in meinen Augen ist der Senator-Status sensationell. Danke, dass ihr heute dabei wart beim Frequent Traveler TV bei der heutigen Ausgabe. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt, ihr wisst das ja, nicht nur den Abonnierbefehl, sondern auch Daumen hoch, Daumen runter. Ich freue mich über jedes Feedback, positiv, negativ, weil nur so kann ich mich verbessern für euch. Und was hatte ich noch sagen wollen? Abonnierbefehl. Ich sage es ganz einfach nochmal, abonniert den Kanal, damit wir auch schön und groß werden. Ja. Das war's für die heutige Ausgabe. Bis bald!